So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst. Am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Heute auch wirklich direkt am Mittwoch. Heute ist auch die große Rocket-Übernahme gestartet. Da gibt es eine Spezialforschung, da gibt es eine befristete Forschung, da gibt es eine Ticket-Forschung. Da wird auch noch ein Video kommen. Mal gucken, morgen zumindest das Ticket, was mir wieder geschenkt wurde von Ab ins Tierheim, ist ja meine Pflicht, das dann euch zu zeigen, damit ihr wisst, wenn ihr das Ticket nicht habt, was da nun drin war, was es da wirklich gab. Dann kurz noch Anmerkung, das wird keine Celal Edition. Celal, der hat ja schon angekündigt im Fanchat, dass er gesammelt hat. Er hat an die 200 Bilder gesammelt, die er mir dann schicken will für die heutige Sendung. Aber normalerweise versuche ich ja immer, die Bilder auf 100 zu reduzieren, die 100 besten Bilder. Ich habe nie gesagt, ich muss 100 Stück sammeln. Ich habe immer gesagt, wenn ich hier 200 Bilder habe, dann sortiere ich aus, dass nur die 100 besten reinkommen. Wenn ich nur 80 Bilder habe, dann habe ich nur 80 Bilder. Dann nehme ich nicht 20 sinnlose Bilder, die nichts mit Pokémon Go zu tun haben, zum Auffüllen, damit ich auf 100 komme. Also wenn mal eine Folge nur 60 oder 80 Bilder hatte, dann war das so. Wenn eine Folge aber 300 Bilder hatte, hatte die keine 300 Bilder, weil ich auf 100 reduziert habe. Und es soll ja eigentlich auch aktuell sein, dass man sieht die Highlights der Woche. Von einer Woche zur nächsten Woche, was hat sich in dieser Woche getan? Was gab es da Gutes? Sinn und Zweck ist es nicht, dass ich 4 Monate sammle und dann alles mit einmal schicke. Und dann werde ich vielleicht Schocker der Woche, obwohl das gar nicht aus der Woche ist, sondern halt von keine Ahnung wann. Da hat er sich ein bisschen vertan, von seinen fast 200 Bildern habe ich, glaube ich, jetzt 10 Bilder mit reingenommen, den Rest habe ich einfach ignoriert. Glückwunsch an Celal, der Plan ging auf jeden Fall auf. Jetzt aber zu den Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche hier bei Blood and Tears. Die hat mir nämlich das Raid Day Ticket für den Groudon, Proto Groudon Raid Day geschickt. Danke dafür. War richtig fett. Hat Spaß gemacht. Wir haben wieder komplett 2 Stunden gestreamt unterwegs. Raids gemacht mit den Zuschauern zusammen. Ich glaube, das werde ich beim Scaraborn Raid Day auch so machen. Wenn es da wieder ein Ticket gibt, wenn ich wieder ein Ticket habe, dass wir das jetzt so beibehalten. So, danke dafür. Saniel Dilling sorgt eigentlich schon für den Schocker der Woche. Bei dem kosten 5er-Pack Habanero Lime von Samyang Bulldog gerade mal 4 Euro. Sonst habt ihr 15 Euro bezahlt vielleicht für den 5er-Pack, jetzt 4 Euro. Das ist unglaublich brutal. Da musst du hin. Grüße gehen raus noch an Ab ins Tierheim, habe ich am Anfang schon gesagt. Der hat mir das Ticket für die Rocket-Übernahme geschenkt. Da wird ein Video dazu kommen, deswegen heißt mein Buddy momentan Ab ins Tierheim. Dann bin ich mit Karisima Glücksfreund geworden, da möchte ich heute auch noch tauschen. Bin noch auf der Suche nach dem 100er Ur-Palkia, weil ich ja das Ur-Dialga in 100 bekommen habe. 2 Mal bei der Sinnoh-Tour habe ich gedacht, möchte ich das Gegenstück als 100er. So habe ich ein kleines Ziel, was ich vielleicht erfüllen kann. Dann Borki, wusste nicht, dass es den in Event Neuwild gibt, zweites, was ich angeklickt habe. Ja, Skalyk gab es bisher nur in 12 Kilometer Eiern oder halt aus dem Abenteuer Rauch vielleicht. Wurde dann als Shiny eingeführt in den 12 Kilometer Eiern, war damit immer noch irgendwie selten, aber das ist das erste Mal in diesem Rocket Event jetzt, dass Skalyk wild erscheinen kann, man sich einen 100er gönnen kann, man sich Shinies gönnen kann. Also, wer das braucht, geht raus, jagt euch das, ich brauch's nicht. Aber sieht lustig aus mit dem roten Kopf. Dann Timo, der zeigt uns hier Shiny 1941, hat gesagt, ist das der Schocker der Woche? Warum? Es war das erste Capo Falla auf dem Account und war direkt im First Try Shiny, also Shiny Pokédex Eintrag. Beeindruckt mich aber jetzt nicht so krass, es ist cool, aber es ist für mich nicht Schocker der Woche. Ab ins Tierheim selber hat ein 100er Capo Falla bekommen. Mein erstes 100er Legendäres seit 2021. Du weißt, wie viele Raids ich gemacht habe, alleine bei Raids für Zuschauer. Er hat auch mal reingeschickt, welche 100er Legendären er alle schon hat und hat auch mal sein letztes hier reingepackt. Das war von 2021 noch ein Mewtwo. Seitdem, obwohl er viel raidet, nichts und jetzt wieder ein 100er Legendäres. Das ist cool. Grüße gehen raus, ab ins Tierheim. Koselinchen hier. Shiny Tangela, Shiny Wommel mitgenommen, ist auch noch nicht so lange drin. Groudon Shiny, 2x2302 hier. Das finde ich cool. Felino,
Für mich eigentlich unnützes Pokémon, aber Glücks 100% nimmt man mit, sieht cool aus, kann man mal einreichen, ist ja was Besonderes. Meine Shiny-Ausbeute vom Groudon Raid Day in Pokémon Go, Alexander Ahringer, ein Shiny mitgenommen. Seine Daniel Schilling Bilder habe ich mal alle rausgelassen, denn wir kommen direkt zu Blood and Tears. Die hat wieder abgerissen, ich habe es mir selber noch gar nicht richtig angeguckt. Wir haben Ammonitas, wir haben Papi, wir haben den Kader, Grillmark, Fifien, Flabebe. In Shiny, was man als Shiny gar nicht wahrnimmt, ne, weil das halt einfach aussieht wie immer. Wir haben Felino, Sodamark, Groudon und Kabufala. Das sind die Shinies und sie hat auch 100er bekommen. Okay, hier noch ein Shiny Waumball mitgenommen. War ja auch in dem Wunderdings-Ticket zur Rude-Event neu da. Hat sie ein Shiny gegönnt, sich und ein 100%iges mit 400 WP hinterher. Dann gab es noch 100er Voltoball, Krogel und Fifien, finde das Verarsche, Pokémon. Ach so, welches ist das Verarsche, Pokémon? Ach, Flabebe wahrscheinlich, weil Flabebe ja halt einfach aussieht wie immer. Deswegen, das ist Verarsche. Guck, Shiny. Würde ich so interpretieren. Dann kommen wir zur Tokokoseki. Hab was für Raider Mittwoch. Nach Jahren habe ich aus dem wöchentlichen Feldforschungsdurchbruch einen Shiny bekommen. Freue mich mega, das wollte ich schon lange haben. Es gibt die ganze Zeit ja im Feldforschungsdurchbruch Quaff Quaff, weil man den ja so ausspricht, Quaff Quaff. Und sie hat einen Shiny Quaff Quaff bekommen. Was machst du damit? Lässt du den so? Machst du eine andere Frisur, damit das eine andere Form wird? Aber wenn ich nur eins habe, würde ich es wahrscheinlich auch so lassen, aus dem Feldforschungsdurchbruch. Sie freut sich, Glückwunsch dazu. McMaggie zeigt uns hier sein 100er Vegimug, Shiny Sichlor und ein Shiny Psyau. Ich habe gestern auch einen Psyau-Raid gemacht, weil ich noch gar keinen Psyau-Raid gemacht habe, aber der für die Medaille zählt. So verrückt bin ich. Net Ghost, aus der Sammler-Herausforderung auch Shiny Waumball mit Blumenkranz. Das ist alles, was der Main verpasst und der Habanero nicht braucht. Aber macht ihr mal, ich sehe ja, wie das Spiel noch funktioniert. Links der kostenlose, rechts Bezahlversion. Mir haben etliche Leute ihre Zarudes geschickt, aber fand ich nicht so interessant. Aber hier habe ich es mal mit reingenommen, weil man direkt den Vergleich hat von dem alten zu dem neuen. 1580 und 1629, 2 Sterne, 3 Sterne, da ist das neue richtig krass mit 14, 14, 14. Ihr habt meins ja vielleicht auch gesehen, mein Ticket hatte ich von Borki und habe eins mit 15 Angriff bekommen, das war stark. Dann habe ich schon angekündigt, dass es wieder ein Giveaway geben wird in der Raid am Mittwoch-Folge und das ist jetzt hier. Ich habe diese von NetGhost wieder die Amazon Prime Gaming Partnerforschung bekommen. Habe ich Video hochgeladen, habe ich gezeigt, was da alles drin ist. Ich fand die ganz cool, war auch nicht so schwer, gab es aber trotzdem 4 Seiten, Premium-Items, alles dazu. Und ein Code habe ich jetzt selber noch bekommen, denn letztens habe ich eine 30-Tage-Testphase abgeschlossen mit Amazon Prime. Die habe ich schon wieder beendet, konnte daraus mir selber jetzt aber diesen einen Code noch rausziehen. Und der Erste, der diesen einen Code eingibt, einlöst, der bekommt auch diese Partnerforschung von Amazon Prime Gaming mit Pokémon Go. Ihr seht den Code selber vielleicht hier, macht halt Pause, schreibt's ab, macht's irgendwie, keine Ahnung, irgendjemand wird ihn schon kriegen. 2x7u5fk66khuu. Und bitte kommt nicht an und sagt, hey, der Code funktioniert gar nicht, das stimmt nicht. Der Erste, der den einlöst, der hat den eingelöst. Der ist nur einmalig einlösbar. Und es wäre schön, wenn der den einlöst, vielleicht drunter schreibt, danke, hat funktioniert oder habe ich mir gegönnt oder irgendwas, damit man auch mal weiß, wer das überhaupt immer einlöst. Damit ihr nicht denkt, dass ich irgendwelche abgelaufenen Codes, die ich eingelöst habe, euch gebe. Aber ich habe ja den vom NetGhost gehabt, also brauche ich den ja nicht. Ich weiß gar nicht, ob das sowieso noch ein zweites Mal gehen würde. Dann Genaya hier, Shiny Tangela, 100er Entoron aus der Feldforschung, Smogon, Shiny mitgenommen. Damierplex, ganz vergessen, dass das Vieh auch grün sein konnte. Wurde mit Kostüm eingeführt. Danach ist natürlich, nach dem Event, wo es kein Kostüm mehr hat, kann es immer noch Shiny sein, nur halt ohne Kostüm. Hier auch nochmal Flabebe Shiny, was man halt auch so gut wie gar nicht sieht. Dann die Selal-Bilder. Jetzt seht ihr auch, was für Selal-Bilder ich reingenommen habe. Wir haben ein 100er Gierspenst vom 3.1. Gierspenst finde ich ist cool, ist selten, deswegen kann man das mal mit reinnehmen, auch mal zeigen, weil das kriegst du halt nicht einfach so. Dann haben wir Capuno, ist ein cooles Pokémon, auch 100. Zur Ruhr ist auch ein interessantes Pokémon in 100, auf jeden Fall cool. Quiekel, Liebling von allen Leuten. Wir haben Dialga, das ist ja schon 25.02. Ich habe 2 Dialga, er hat ein Dialga. Dialga ist auch nicht so lange drin, war nur kurze Zeit während der Sinnoh-Tour. Da ein 100er ist auf jeden Fall auch cool.
Dann Glücks-Pokémon, die zu 100 werden, finde ich ja auch immer irgendwie cool, weil die sind nicht irgendwie mit einer Map oder mit irgendwelchen Quartz oder irgendwelchen Forts. Die sind einfach durchs Tauschen, durch Zufall glücklich geworden. Das sehe ich mir gern an. Fünks ist dabei, Carapenes ist dabei, Filori ist dabei, Flauschling, Krokel, Goldini, Knacklion, Tortunator, den feiere ich ganz besonders. Hier noch ein erlöstes Kaumalat, ne? Regigigas in 100% erlöst. War also auch ein Krypto. Und ein Shiny Click. Dann waren die Selal-Bilder schon durch, wollte ich sagen. Nee, ich habe noch ein Mobi dabei. Ein Pikachu-Shiny und ein Elekid-Shiny, weil Shiny-Babys auch besonders, kriegst du nur aus Eiern, gibt's nicht wild. Silvio, ich wollte dir gerade schreiben, dass die Woche nichts kam und dann das. Hopspross. Hätten wir auch weglassen können. So, Cumulus, Hopspross. Müssen wir mit reinnehmen, haben wir Silvio so eins auch mit reingenommen. Dann nochmal Pikachu, Fifien, auch bei Cumulus, 100% Potsdam, also Purmel, auch mitgenommen. Der Main hatte auch schon 300er. Der Habanero hat nix. Und er braucht auch nix. Und deswegen kann ich den ganzen Tag Urlaub machen jetzt. So. Wieder 100% erlöst aus der Forschung, wo man es vergessen hat. Zack, Schelast, Lenzard, Ferkuli, Ei, Schwein. Ein Schwein aus meinem Ei. Erlösen, Braunmagil, 100 aus dem Krypto heraus. Das ist toll bekommen zu haben. Bommel nimmt man mit. Was man so plus, Grillmack nimmt man mit. Was man wo plus, ja wo und so, ne? Bronzel. Bronzel musst du eine erhöhte Shiny-Rate haben. Nochmal Nummer 2 Bommel auch bei Lenzern und dann kommen wir schon zur Laura. Und die hat hier 2 Einladungen bekommen beim Kyoko Raid Day. Pupsi hat sie, glaube ich, immer mit eingeladen, hat hier sogar 2 Shinies mit abgegriffen. Dann hat sie ein 100%iges Cabofalla auch bekommen mit 24,96 jetzt vom 24.03. Das passt, das ist in dieser Woche. So möchte man das haben. Dann war sie dankbar, weil Shenaya am Montag im Chill mit Ramses Livestream wieder mal 10 Mitgliedschaften verschenkt hat an 10 verschiedene Leute. Und da hat es Möp getroffen, Ninel, Feuerwehrfra, Dennis Monolog, Dir Sven, Yikushimo, Too Slow for Flow, Caro Curioso und Creeper. Laura hat das mal hier festgehalten, abgescreent, reingeschickt. Das ist auf jeden Fall cool. Shenaya macht das öfters. Das ist ihr Geld, was sie investiert, um mich zu unterstützen und um euch eine Freude zu machen, dass ihr dann Mitglieder seid auf dem Kanal und einen grünen Namen habt mit einem Raupi dahinter. Ne? Das ist nicht normal, das ist Weltklasse und deswegen bedankt euch ruhig nochmal bei Shenaya, dass sie den Leuten immer mal eine Mitgliedschaft schenkt und damit hier supportet. Dann nochmal bei Laura nochmal hier ein 100% Honliu und Linus zeigt uns zweimal um einen Punkt am Shando vorbei, denn der hat hier ein Regieis Shiny mit 98% und ein Groudon Shiny auch mit 98%. 18.03., 23.03. Das ist cool, das könnte Schocker der Woche sein, weil es so genial ist, aber der Schocker der Woche kommt jetzt. Und der Schocker der Woche kommt nicht von Adischatz mit dem schwarzen Gummimund, sondern von Thomas Speck wieder mal. Es gibt Thomas und es gibt Thomas Speck. Das ist Thomas Speck, der hat auch verdammt viel Glück immer. Der hat auch bei den Raids immer fast gefühlt jedes Ding als 100er immer gleich. Der muss auch krass unterwegs sein, viel spielen. Und jetzt aber aus der GBL ein 100%iges Shiny Alola Knogger. Und dieses Pokémon sieht einfach richtig genial aus vom Design her, von der Shiny-Farbe her. Dann ist es auch noch ein 100%iges, dann ist es aus der GBL. Manche spielen gar kein GBL, manche spielen GBL und kriegen die ganze Zeit einen Fotz nach dem anderen. Mal ein Shiny aus der GBL zu kriegen, ist was Besonderes. Mal ein 100er aus der GBL zu kriegen, ist was Besonderes. Ein 100%iges Shiny aus der GBL zu kriegen, das ist so ein tolles Gefühl, bestimmt, wenn es so ist dann. Ich habe das noch nie erlebt, aber was ich sagen muss, hier steht es auch nochmal, gefangen in der Meisterliga der Go-Kampfliga, weil Wühl, weil am Kaiserstuhl Baden-Württemberg, 24.03. finde ich stark, ist für mich der Schocker der Woche. Du gehst auf die Pokémon-Belohnung, plötzlich siehst du, bling, oh, ein Shiny, nice. Du wirfst, du triffst, du bewertest und denkst, au, oh, Shando, guck dir das an, Shando. Das muss ein tolles Gefühl sein. Das war's jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.